Und los geht's wieder. Hi, ich bin Marco von Huawei Blog und ich habe wieder ein kleines IMUI 9 Anleitungsvideo für euch. Heute geht es um die Funktion High Touch. Was sich dahinter verbirgt, das zeige ich euch anhand des Huawei Mate 20 Pro. Gleich noch im kurzen Intro. Ja, legen wir los. Was ist High Touch? High Touch ist eine Visual Shopping App Erkennung, die im System unter Einstellungen intelligente Unterstützung und dort dann unter High Touch aktivierbar oder deaktivierbar ist. Schön finde ich ja immer, dass es da mittlerweile auch so kurze Einführungen gibt, bei der das Funktionsprinzip auch direkt für alle Neulinge angezeigt wird. Es gibt zwei Möglichkeiten zur Nutzung der App. Ihr könnt einmal Objekte, die euch auf dem Bildschirm angezeigt werden, durch ein Doppeldrücken auf dem Bildschirm scannen und euch Angebote anzeigen lassen oder eben Dinge im echten, realen 3D-Leben mit der Kamera-App einscannen und dann über die Shopping-Funktion entsprechend erkennen lassen und euch Angebote anzeigen lassen. Wie funktioniert das Ganze? Ich zeige es euch einmal über die App. Da findet ihr hier oben in der Kamera dieses Symbol. Dahinter verbirgt sich dann unten der QR-Code-Scanner, die Übersetzen-Funktion und eben auch dieser Einkaufswagen, der das Shopping-Symbol markiert. Ich habe hier mal eine meiner Leib- und Magenspeisen und ihr seht schon, er hat's. Warum er jetzt da die Taufkerzen noch erkannt hat, wahrscheinlich weil hier nebenan auf dem Tresen noch was steht. Aber wenn wir jetzt hier nochmal drauf gehen auf Shopping, dann seht ihr hier unten direkt, er hat sofort den Artikel erkannt und bietet mir diverse Angebote oder auch ähnliche Angebote dazu an. Das Ganze funktioniert natürlich nicht nur mit Markenartikeln, sondern auch mit anderen. Zum Beispiel unserer heiß begehrten Tasse. Auch die, da war ich wieder zu schnell, hat jetzt meinen Tisch erkannt. Auch die scanne ich euch einmal kurz ein. Und ihr seht schon, das geht ganz fix. Und unten kommen verschiedenste Angebote. Nicht immer ist die Treffer Genauigkeit so hoch, da ist dann auch mal hier so eine Thermoskanne dabei. Aber ihr seht, grundsätzlich gibt es da viele Angebote und die Erkennung ist sehr gut. Das Ganze funktioniert natürlich nicht nur, wenn ich das Ganze mit der Kamera mache, sondern manchmal sehe ich ja auch im Internet entsprechende Dinge. Ich habe mal hier das gleiche Beispiel, eben das Nutella-Glas. Jetzt drücke ich mit beiden Daumen da drauf und ihr seht schon, da glitzert es so ein bisschen im Hintergrund und ich komme zu dem gleichen Ergebnis, was ich gerade schon hatte. Ja, wofür brauche ich das Ganze? Es kommt immer wieder vor, dass ich im Gespräch mit Bekannten vielleicht Dinge sehe oder bei Bekannten Dinge sehe, über die ich mich informieren möchte, die ich bis jetzt vielleicht umständlich gesucht habe, zukünftig einfach ein Bild davon machen oder wenn ich sie irgendwo im Internet zufällig beim Stöbern auf irgendwelchen Seiten sehe, einfach mit der Geste, dass ich doppelt drauf drücke, erkennen und entsprechend darstellen lasse. Ich hoffe, die kleine Anleitung hat euch gefallen und war auch hilfreich. In dem Fall würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Wenn ihr Kritik habt, konstruktiv hoffentlich, dann bitte auch ab in die Kommentare, nehme ich mir gerne zu Herzen. Ansonsten natürlich, wenn noch Fragen offen sind, ab in die Kommentare damit. Ich schaue immer wieder rein und versuche alles zu beantworten. Und natürlich auch hier der Hinweis auf unsere riesige Huawei Facebook Community, über 24.000 hilfsbereite Mitglieder, unsere Huawei Family. Schaut mal vorbei, Link findet ihr unten in den Beschreibungen. Ansonsten danke fürs Zuschauen, bis bald, euer Marco.